Hallo und willkommen zurück zum Wackel Survival Evolve mit dem Corti. Hallo. Und Denn unser es wackelt Afu. hier, der fette Wiederkäuer, der trampelt hier neben mir her. Das ja, aber ich habe hier immer noch mit. Oh, der ist auch schon wieder tot. Gut. Diese Kackinsekten. Ja, die waren gerade, als ich hier gelandet bin, noch nicht da. Habe mich am Ende mitgebracht. Wie sieht's denn aus? Kannst du weiter? Warte mal, ich hab. Flugi hat eine Level. Nein, hat kein Level up. Boah, da Fast. hinten, da gibt's Schlangen, Krokodile in Massen. Ja, ich würde aufsteigen und Stamina ist voll und Energie regeneriert sich auch langsam. Das ist gut. Dann geht's weiter zum, boah, zum Wackelpudding, dem großen Wackelpudding da hinten. Wackelt hier nicht schon genug? In der Luft wackelt es auch komischerweise, ne? Das müssten sie irgendwie noch rausnehmen, aber ich glaube, das kriegen die gar nicht hin, weil die Luft ist ja mit dem Boden irgendwie zusammen, ne? So jetzt im Spiel dahinter. Das wird ja physisch nicht getrennt. Ja. So, auf zum Vulkan! Ich gebe mal kurz ein bisschen Gas. Ich finde hier eigentlich schon nicht schlecht, nur ist ein bisschen viel los, ne? Oder da hinten, wo die Säule ist, rechts unterhalb des Vulkans. Eine Säule. Ja, da ist eine grüne Versorgungssäule. Jetzt wird es dunkel. Oh, wir müssen aber, gibt es nicht in der Luft auch gefährliche Gegner? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt dort diese Greife. Können die einem was tun? Keine Ahnung. Bin ich noch nie begegnet. Aber muss man hier leider wirklich sagen, hier ist einiges los und da unten sehe ich einen Haufen Raptoren. Ich meine, wenn, dann muss man sich sowieso, wenn man tiefer in der Insel seine Basis baut, muss man sowieso fette Mauern drumrum machen. Was aber einfacher gesagt ist als getan, ne? Da sind die los, ein Haufen die los. Hier Ja, auf einen Raptor drauf, sehe ich das gerade wirklich? ich würde mich auch noch mal kurz regenerieren, bevor ich jetzt hoch zu dem Vulkan fliege. Ist jetzt nur Wo die bist du denn Frage, wo eigentlich? ist es am besten? Ich flieg gerade in Richtung der grünen Säule. Wo bist du? Ja, bin ich auch noch unterwegs. Die Bist du unterhalb des denn? Vulkans, rechts, ne? Ist das da vorne ein T-Rex? Yep. Und T-Rex? Insekten. Oh, ich krieg doch das Kotzen. Wieso fliegst du so flach? Ja, wollte mich gerade regenerieren. Ach so. Ich überlege auch, wo ich jetzt lande. Vielleicht hier auf dem Stein? Ich hoffe, das funktioniert. Muss ich hier aufpassen, hier waren T-Rex. Und da unten sind ein Haufen Raptoren. Ja, am besten du nimmst die Steine im Wasser zum Regenerieren. Wenn das geht. Ja, er hat erstmal schön hier drauf geschisseln. Gegend markieren, ne? So, und weiter. Jetzt fliege ich zum Vulkan hoch. Inventory und noch ein bisschen Stamina. Ja, ich kann auch gleich wieder ein bisschen Stamina leveln bei dem Fledermaus Verdammt, habe ich, ne? Ja. der ist noch vergiftet. Oh, hier kam die Lava runter. Jetzt geht's wieder hoch gut. Das haben sie aber cool hingekriegt, so, ne? Wie die Lava hier so in die Landschaft reingeflossen ist. Sieht nicht Keine schlecht Ahnung, wo du aus. bist. Ja, jetzt Richtung Vulkan. Wenn wir mal reingucken von oben. Ich wette, das interessiert euch auch da draußen. Wenn ihr es nicht schon kennt. Na komm, aufsteigen, aufsteigen. Move closer to right. Ich stehe doch schon genau vor ihm. Aber ich weiß nicht, ob man an dem Vulkan hier halten kann. Ich gebe mal ein bisschen Gas gerade. Ich hoffe, ganz oben drauf kann ich noch mal regenerieren. Das ist schon heftig. Also die Hälfte ist schon wieder weg, der Energie. Boah, wie steil der fliegt. So. Oh, hier ist eine schöne Säule. Aber hier ist eigentlich ganz ruhig soweit. Boah, hier können wir
Was sind das für Steine? Metall wäre schön, ne? Oh, das ist, glaube ich, Crystal. Das ist so extrem weißes Zeug hier. Dann sind das Kristalle, ja. Das wäre Crystal ganz praktisch. Meth! Ja, das nicht unbedingt, ne? Nee, das brauchen wir auch nicht. Ich hoffe nur, hier ist wirklich friedlich. Aber was soll denn hier oben in dieser kargen Einöde sein? Und ist das Gold hier? Gibt's überhaupt Gold? Nee, was? Mushroom, aber ich weiß nicht, mit was man die abbaut, die Kristalle. Da kommt Stein raus. Okay, damit nicht. Und irgendein Mushroom, also Pilz. Wo bist du? Direkt im Vulkan drin. Ich glaube, wir brauchen dazu anderes Werkzeug. Oh, Level up. Der ist für mich. So, wo kann ich denn eigentlich mal zulegen? Gewicht vielleicht noch ein bisschen? Komm, gib Nee, ich Gas, nehme mal gib Gas, Food. gib Gas. Boah, habe ich hier dazwischen echt was vergessen? Wenn man nicht viel sieht, läuft das Spiel sogar mit 60 FPS. Während man hier so den Vulkan hochfliegt. Oh, keine Punkte mehr. Ja, also wie gesagt, die Kristalle haben nichts gebracht. Ja, ich bin jetzt hier oben auf dem Vulkan. Da sehe ich dich. Genau. Hier kannst du erstmal schön landen in Ruhe. Das ist schon so goldmäßig hier. Aber ich habe auch noch. Ah, Metall kommt da raus. Aber auch trotzdem mehr Stein als Metall. Vielleicht machen wir als nächstes wirklich mal ein Upgrade unserer Ausrüstung. Metal. Ich finde nur zu wenig dafür, dass es so schön leuchtet. Also so golden schimmert. Viel zu viel Steine, ey. Ist interessant, wenn ich hier auf die Kristalle einklopfe, kriege ich Stein. Ja. Und ich hatte vorhin Mushrooms. Ich Hä? guck mal, was waren das für welche? Das waren Rare Mushrooms. Ah, ja. Nee, mit E kann man die auch nicht harvesten. Da bist du irgendwie benebelt, wenn du die berührst? Wenn du die einnimmst, ist es gefährlich. Kann wahrscheinlich für irgendein Gift machen oder so. Da war ja auch noch eine Säule da hinten. Könnte man auch noch mal reinschauen. Die Steine brauche ich eigentlich hier nicht, ne? Ein Metal. Ja, das ist voll komisch. Warte mal, gibt es denn nicht zu lernen noch viel bessere Sachen? Ja, Stone Pick. aber dafür brauchen wir halt wieder Dings Metal. Weißt du, wie das heißt, das verbesserte Ding? Oh, hier gab es zwei Metal, Metal. Und wenn immer noch einmal draufklopst, gibt es am Anfang ein Metal, ne? Ja, genau. Wo Ja, gibt's. hier ist Ich es. sehe das Werkzeug nicht. Warte mal doch hier. Metal Pick. Und Metal Hatchet. Gelernt habe ich die Okay. alle schon, ne? Ah, du hast die schon gelernt. Die kannst du im Schmiedi auch bauen. Gibt nur ein Problem dabei. Die Dinger brauchen halt wieder einen Haufen Metal, ne? Ja, wir sind ja jetzt hier an einer guten Oh, der gibt Quelle. viel Metal. Oh ja. 14, 16. My primitive stone pick is broken. Willst du mich jetzt ver... Das ging mir auch gerade so, aber ich habe zum Glück nur alles dabei. Oh, jo. Kannst du dich noch erinnern, wie viel du brauchtest von dem Zeug? Metall? Nein. Da, aber doch diese Steine hier, die relativ dunkeln, da habe ich gerade einen Haufen Metal rausbekommen. Warte, der ist kaputt. Jetzt muss ich erstmal die Steine. Hey, ich habe 32 Metal schon. War das denn jetzt? Ach, da hinten fliegt nur einer rum. Aus den dunklen. Nein, die wollen uns nicht. Ja, du. Jawohl, der ist es. Metal. Drop. Metal, Metal, yay!
Allein dafür hat sich dieser Ausflug schon gelohnt. Ob wir Auf nun jeden lunch oder Fall. nach Hause finden, seht ihr noch im Laufe dieser Folge. So früh ist es noch nicht. Also spät. Ich wollte gerade sagen, hä? Kurzer Blick eben auf die Zeit. 10 Minuten. Cliffhanger. Also bei den Dunklen bekomme ich gar kein Metall raus. Wo bist Doch du? Ich hier. stimme. Dunkel mit leicht hellen Streifen drin. Die geben am meisten Metal. Ich meine, ich habe jetzt schon Ah, die hier. 59 Metal. Die Steine kannst du mir gleich wegschmeißen, ey. Ja, jo. Davon haben sie daheim sogar noch genug. Ja, klar. Und der hier war das, glaube ich, nicht, oder? Ein Metal? Nein, der war es nicht. Ich meine, wir haben ja auch noch die Flugsaurier als Transporttiere, ne? Ja gut, die können aber nicht so viel transportieren, ne? Danach Nee, ist klar, verbrennen aber ist, dann ist nichts mehr mit Fliegen. so ein Wenn die bisschen, überfüllt sind. ja, dann geht's direkt hier über die Spitze vom Vulkan abwärts. Oh, dann heißt Hä, Schweden. wieso habe ich jetzt... Ach so, okay, war richtig. Ich dachte, ich hätte mich verklickt. Ja, doch, ist nette Gegend hier oben. Doch hier noch nach einer Ader aus. Ein Metal. Bist du Nein. denn? Wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen, wo du rumrennst, aber was ist das? Ja, Ein ich habe mich hier mal schwarzer auf den Stein? Stein gestellt. Das sieht aber Obsidian! Obsidian, okay. Ja, ich habe ein Obsidian. Geil, was ist das? A very rare resource found underground. Aber wo bist du? Hier. Hallo. Hallo? Hallo. Dreh mich hier die ganze Zeit, sehe dich nicht. Ich stehe direkt vor unseren Flugsauriern. Warte, ich mach diese Ecke hier noch fertig. Schon wieder broken. Geht schnell, ne? Jetzt habe ich, jetzt fehlt mehr Wood. Das habe ich vorhin weggeworfen. Nein. Wood? Ah, hier hinten Habe ich ist ein noch Obsidian. 46. Und jetzt habe ich kein Ding mehr zum Abbauen. Ach, da hinten bist du. Boah, wie klein. Komm her, komm her. Meine, hast du noch Holz dabei? Ja, 46 Stück. Ja, dann gib mir, ich brauche nur einen. Da. Was ist Okay. Obsidian? Die schwarzen hier oder was? Jetzt bin ich schon wieder überladen. Ja, schwarz, dunkel, glänzend. Obsidian, stimmt. Sieht richtig aus wie so Lakritz. So kann man es natürlich auch nennen. Ja, wo haben wir hier noch einen hier? Sieht doch wirklich aus wie so Lakritz. Jetzt kriege ich Hunger. Aber allein metaltechnisch hat sich dieser Ausflug doch schon ge gelohnt. Ja, ich habe 56. 87. Tendenz steigend. Einzig, wir brauchen aber echt die neuen Werkzeuge. Auf jeden Fall, also dann können wir noch mal hier hin und richtig viel abfarmen. Was ist Obsidian? Ach ne, du bist noch dabei. Ich bin ein Stückchen weiter hier. Ah, da ist aber noch ein Stück drin, da in der Mauer. Wow. Zum Glück können einem die herumfallenden Steinbrocken nichts tun, ey. Sonst setzt du ständig irgendein Schädeltrauma. Weißt du, was das Schlimme ist? Das Metal ist natürlich auch noch schwer, ne? Na klar. Viel mehr können wir, glaub, kann ich gleich nicht mehr tragen, weil ich bin wegen Überfüllung beschlossen. Ja, ich hab noch ein bisschen. Dann guck mal, ob du irgendwas anderes loswerden kannst. Nee, der Rest ist wichtig. So, Wirklich wichtig? höchstens das Holz noch. Der Rest wiegt ja nichts. Außer brauchst du noch ein paar Pfeile? Momentan eigentlich nicht. Aber ich habe noch über 100 Pfeile einstecken. Ja, hier kriege ich schön viel raus gerade. 22. Obsidian. Zweimal Obsidian. Jo. Doch, das ist gut. Aber ich bin jetzt schon wieder überfüllt.
Immer die Steine rauswerfen zwischendurch. Ja, habe ich ja. Was wiegt denn sonst noch so viel? Das ist Metal. Kann ich drehen und wenden, wie ich mich will? Mit dem Metall. Naja, ich habe hier fast 100 Kilo nur Metal dabei. Boah, der bringt gerade so viel hier, wo ich dran bin. Ja, da hinten sehe ich noch ein bisschen Obsidian, das nehme ich auch noch mit und dann fliege ich schon mal zurück. Wow, das kam bis hierhin geflogen. Na, das war ordentlich. Da habe ich auch lange gehackt dran. Ah, hier sind auch noch mal zwei Obsidian. Am Ende haben wir ein Problem, weil wir nicht zurückkommen, weil wir zu schwer sind. Und unsere Flugsaurier uns nicht mehr tragen können. Wollen wir direkt hier unten am Fuße des Vulkans dann bauen? Warum nicht gleich hier oben? Naja, ich glaube, hier oben ist blöd, weil wir kein Wasser hier oben herbekommen, ne? Apropos Wasser. So, ich glaube, das war es jetzt auch bei mir, tatsächlich. Oder? Ja, sprinten kann ich nicht mehr. So, was habe ich denn dann sonst noch? Metall, 97 Obsidian. Metal, 7 Obsidian. Spoiled Meat und das normale und Fleisch. Ich muss ja leider schon wieder Spielverderber spielen, ne? Ja. Auf den Rückweg machen wir uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und haut rein bis dahin. Tschüss. Gehabt euch wohl und tschüss.